Ja, meine Damen und Herren, auch von unserer Seite hier oben ein herzliches Willkommen im Westfälischen Pferdezentrum zum Münster-Handorf. Und Dr. Becker hat es schon gesagt, wir steigen gleich ganz groß ein ins Programm aus dem Oberhaus der deutschen Dressur. Annabel Balkenhol, Mitglied im deutschen Championatskader, schon mehrere Male für Deutschland in Nationenpreisen und auf Championaten erfolgreich. Und von Anfang an hat sie diesen Hengst gefördert, den wir alljährlich hier aufs Neue genießen dürfen. Und gleich zu Auftakt, wie gesagt, ein echtes Highlight. Der nun 9-jährige Heuberger aus der Zucht und dem Besitz des Gestüts Webels Grund in Springe. Sohn des Imperio, die Mutter von Michelangelo. Sie haben ihn in den letzten Jahren auch jeweils als Sieger des Trakehner Dressurchampionats in Neumünster genießen dürfen. Von Anfang an haben diese beiden hier, als der Hengst schon als junges Pferd, bei Annabel Balkenhol unter Anleitung ihres Vaters, des Reitmeisters Klaus Balkenhol, hier gemeinsam den Karriereweg beschritten. Auch Nachzucht hat er schon. Und dazu darf ich einmal kurz übergeben an unseren Zuchtleiter Lars Germann. Und dann übernimmt gleich in der Bahn Klaus Balkenhol das Wort. Zunächst einmal Lars Germann, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, der Hengst steht ja im Deckeinsatz ausschließlich über Tiefgefrier-Sperma und dieses ist zu beziehen über das Haupt- und Landgestüt Marbach. Dort ist es deponiert. Das Gestüt Webels Grund verweist ebenfalls darauf als Besitzergestüt. Und dieser tolle Hengst, der gewonnen hat in Münster, in Hagen, in Neumünster, in Wiesbaden, auf den großen Dressurplätzen Deutschlands, hat schon 5 eingetragene Töchter, teilweise hochbonitiert, eben auch mit dieser sehr akzentuierten Bewegungsmechanik ausgestattet, seine Kinder. Und das ist eben das, was er vererbt. Er kann sicherlich etwas edlere Stuten gebrauchen, aber die Bewegungsqualitäten, die er uns hier demonstriert, vererbt er sehr treu an seine Nachkommen weiter. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Klaus Balkenhol. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir zum dritten Mal hier und zeigen Ihnen diesen Hengst Heuberger. Annabel, sie hat ihn sehr ruhig und mit sehr viel Zeitaufwand und bis in die Grand Prix-Lektion hineingebracht. Wir versuchen gemeinsam, dieses Pferd über die klassische Art der Reiterei, die ja festgelegt in den Richtlinien der Deutschen Reiterlichen und Internationalen Reiterlichen Vereinigung, dorthin zu bringen. Im Rahmen der Ausbildungsskala, die kennen Sie sicherlich alle, Takt, Losgelassenheit, Schwung, Anlehnung gerade, gerichtet sein und dann zum Schluss die Versammlung. Dieser Hengst hat einen enormen Fleiß, er will immer arbeiten. Es ist ein Pferd, der, wenn er dann nun jetzt so geht hier, sehen Sie auch sehr aufmerksam. Das erste Jahr haben wir ihn gezeigt in den M-Lektionen, das zweite Jahr in den S-Lektionen. Und jetzt wollen wir Ihnen so ein klein wenig die Ausschnitte hin zum Grand Prix zeigen. Er hat also sehr erfolgreich die kleine Tour, so wie ich sie mal nennen, bestritten und ist auch immer bei der Sache gewesen. Er hat uns natürlich verwöhnt, immer mit Siegen und vorderen Plätzen. Und nun soll es dann auch hin zum Grand Prix gehen, wo er das erste Mal in Dortmund und jetzt auch seine Klasse für die Lektion Piaf und Passage auch zeigen soll. Wir zeigen Ihnen so einen Ausschnitt aus dieser Grundrittigkeit, Takt. Der Takt muss immer dort sein. Sie haben vorhin den Schulterrein in den Traversalen gesehen, dass der Takt absolut immer der gleichbleibende und der sichere ist. So, auch hier die Passage, die zwischendurch immer wieder abverlangt wird, um auch bei ihm immer wieder so ein klein wenig abfedernde Hinterhandarbeit zu bekommen. Sehr gut. Okay, aus der hohen Versammlung, die Sie gesehen haben, werden wir gleich mal ein bisschen Schritt reiten, Belli. So, das ist gut. Lass ihn mal einen Moment ausruhen. Sehr schön die Passage. Und dann den starken Schritt. Das muss uns zeigen, dass das Pferd sich auch loslässt. Dass er im Kopf auch immer bei der Sache ist und sich auch in der Arbeit in Losgelassenheit zeigt. Ohne Losgelassenheit geht nichts. Sie sehen immer wieder mal, auch schon bei jungen Pferden, diese Strampeln, da sind die Vorderbeine, sind einen halben Meter in der Luft, die Hinterbeine kommen da nicht so richtig mit. Das hat was damit zu tun, dass das Bewegungszentrum der Rücken nicht richtig
ausgebildet ist, die muskuläre Entwicklung noch nicht so stark fortgeschritten ist. Also zeigt das immer wieder, dass auch manche Pferde sehr überfordert sind. Beim Heuberger hat es sehr lange Zeit gebraucht, um auch wirklich die Hinterhand so, wie er sie hat, zu entwickeln, stark werden zu lassen. Es geht nur über die Zeit. Auch hier wieder die Hand etwas vor. Und da muss man sehen, dass das Pferd zum Schreiten kommt. Er kriegt immer sehr, sehr gute Noten, besonders im Schritt, dann aber auch in seinen Grundgangarten. Die Zuverlässigkeit ist eigentlich immer bei ihm garantiert. Okay, dann werden wir ein bisschen galoppieren. Ja. So, auch hier muss immer der klare Dreitakt im Galopp gegeben sein. Ruhiges Arbeiten, er muss auf die Hilfen fein reagieren. So, und beim ersten Mal hier in dieser Halle hatten wir noch Probleme mit dem einfachen fliegenden Wechsel. Und die nimmt er heute sehr schön an. Seine fliegenden Wechsel sind auch qualitätsvoll. So. Jawohl. Okay. Immer schön im Vorwärts. Immer wieder das offene Genick. Kein zusammengezogenes Pferd. Das ist nicht das, was wir wollen. George Teodorescu hat immer gesagt, wir müssen mit den Pferden auf Augenhöhe arbeiten. Das heißt immer, sie müssen auch wirklich nach vorne schauen können. Sehr gut. Jawohl. Immer willige Springen. Wenn wir schon dran sind, zeigst du einfach ein paar Einerwechsel. Schwung holen. So, nach vorne schauen. Gut. Sehr gut. Auch hier sehen wir wieder ein sehr sicheres Springen. Und dann nochmal ein paar Traversalen. Sehr gut, so ruhig, das Pferd immer zu sich holen. Schön Zeit lassen bei den Traversalen. Gut so. Okay, geradeaus und dann nach links wieder. Werden in der im Grand Prix-Prüfung Zickzack-Traversalen gezeigt. Manchmal für junge Pferde sehr schwierig und für viele Reiter auch nicht die geliebteste Lektion. Und nochmal ein bisschen vorwärts laufen lassen, so genau. Jawohl, machst es gleich noch bitte noch einmal. Die Zickzack-Traversalen mit unbestimmter Sprungzahl, Ruhestellung, Biegung, so gut. Jawohl. Sehr schön, immer schön in Stellung und Biegung mit Fluss zur Seite. Und sicheres Durchspringen, genau. Sehr gut, mal auf den Zirkel geritten und dabei die Zügel etwas länger lassen, mal ein bisschen vorwärts reiten. Auch hier immer wieder die Losgelassenheit überprüfen, sodass wir auch wirklich immer entlang der Ausbildungsskala arbeiten. Das heißt, wirklich taktmäßig ist er da, schwungvoll ist er, ist in einer guten Anlehnung, auch relativ gut gerade gerichtet. Jawohl, sehr gut. Und dann versuchst du mal ein wenig Pirouettenarbeit zu machen. Sie zurücknehmen, sodass wir also den Punkt der Versammlung nachher auch noch bekommen. So ist gut. Geradeaus. So, ruhig warten, warten, setzen soll sich das Pferd. So, gut. Sie sehen, dass er sich sehr in der Hanke setzt, sehr tief gebeugt. Sehr schön. Nach rechts dann gleich auch nochmal. Gut. Sie arbeitet deswegen diese Lektion, weil sie dann in Dortmund auch eine Prüfung mit diesen Lektionen gehen soll. Zurückarbeiten, wenden, so, genau. Okay, gut so. Sehr gut. Sehr schön. Also in der täglichen Arbeit macht er uns sehr viel Spaß. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal der Familie herzlich einen Dank sagen, dass Sie dieses Pferd der Annabel zur Verfügung stellen. So, macht nichts. Einfach ruhig warten, genau. So, jawohl. Hierbei muss man immer darauf achten, dass das Pferd nicht selbstständig nun gestern so herumspringt, sondern er soll also wirklich auf die Hilfe arbeiten und reiten. Ruhig, 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 kontrolliert.
So, wieder ruhig zurücknehmen, warten können und dann wenden. So, jetzt, genau, so, genau. Ja, wichtig dabei immer wieder die Hankenbeuge und das Arbeiten über den Rücken. Sehr schön. Und nochmal ausruhen lassen, Sherit. Sehr gut. Auch hier wieder. Nicht dieses plötzliche Entlassen aus der Versammlung, sondern allmählich, sodass das Pferd immer wieder zur Ruhe, zur Losgelassenheit kommt und schreitet. Sie wissen ja, in den Prüfungen wird der Schritt doppelt gezählt. Wenn Sie dann einen starken Schritt haben, der dann mit einer 8 oder 9 versehen wird und dann den Versammlungsschritt auch, weil der klare Viertakt erhalten bleiben muss, nehmen wir mal zurück zum versammelten Schritt. So. Ja, der weiß schon immer Bescheid. Also wichtig ist auch immer zu beobachten, wie ist das Ohrenspiel des Pferdes. Er ist immer bei der Sache. Er schaut sich auch ganz gerne mal andere Stuten an, aber trotzdem macht er seine Sache sehr gut. Versammelten Schritt. Auch hier wieder der absolut klare Viertakt. So, und die Bereitschaft nun zur hohen Versammlung in die Passage. So, ruhig, jawohl. So, ruhig, wieder so. Das ist eine große Schwierigkeit für junge Pferde zu erlernen, den federnden, abfedernden Tritt und diagonal absolut korrekt zu absolvieren. So. Und dann der Übergang, sehr gut. Ja, er muss immer noch ein bisschen im Vorwärts sein, sehr gut. Soll auch im weiteren Takt und dann wieder der Übergang in die Passage. Es sind auch immer wieder Lektionen, die dann hinterher für die Notengebung zählen. Und beim jungen Pferd muss man einfach auch mal ein bisschen schnell denken, dann gibt der Reiter intuitiv einfach ein bisschen mehr Hilfe. So, sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Das steht erst im Anfang mit den Piaffen-Passagen, aber dieses Vorwärts, was dieses Pferd auch in der Piaffe zeigt, ist sehr gut. Ruhig mal arbeiten lassen, einfach arbeiten lassen, genau das. So, das ist gut. Okay. Jawohl, und daraus kann man dann den schönen, kadenzierten, versammelten Trab arbeiten. Sehr gut. Sehr schön. Jawohl. Jawohl, nochmal einmal ein bisschen vorwärts. Aus der hohen Versammlung geht das auch dann ein bisschen vorwärts. Gut. So und so, das ist sehr schön. Du nimmst ihn auf zur Passage, machst rechts um und nochmal diese Piaffe gleich hier vorne. So, die schöne Passage. Gut, so ist alles gut. Ihn lassen, so, 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 ganz ruhig bleiben. So ist gut. Jawohl, okay, gut so. Sehr gut. Herr Wahler möchte, dass die Arena betreten. Okay, so. So, sehr schön, ganz genau. Ich denke, meine Damen und Herren, das sollte genügen. Sie haben dann auch einen Eindruck für ein Grand Prix-Pferd, das, denke ich mal, auch seinen Weg macht. Es gibt noch einen Blumenstrauß, meine Damen und Herren. Dr. Becker macht sich stark nah in der Bahn. Jawohl. Voilà. So, meine Damen und Herren. Wir wünschen viel Glück für die anstehenden Aufgaben in Dortmund. Soll es losgehen mit dem Grand Prix Sport. Dankeschön. Annabelle Balkenhol und Heuberger. Und dann schalten wir einmal ganz zurück in Richtung Dreijährig.